Wir können de facto sagen, dass unsere Seele eher einen Körper hat, als dass unser Körper eine Seele hätte. Seit vielen Jahren sind wir auf der Suche nach der Seele in verschiedenen Bereichen des Körpers. Wir suchten im Bereich der Leber, des Herzens. Und derzeit glauben wir, das Gehirn sei der mögliche Sitz der Seele. Für die Schamanen ist das Lichtenergiefeld gleichzusetzen mit unserer Vorstellung der Seele. Dieses Feld existiert über den Tod hinaus in Ewigkeit und Unendlichkeit. Wir können de facto sagen, dass unsere Seele eher einen Körper hat, als dass unser Körper eine Seele hätte. Das ist wesentlich realistischer. Und das Gehirn ist sicherlich ein wichtiger Kommunikationsschnittpunkt zwischen Feld und Körper. Doch ich möchte kurz auf die Funktionsweise des menschlichen Gehirns eingehen. In meinen jungen Jahren verbrachte ich einige Zeit in einem Labor für Gehirnforschung. Wir waren auf der Suche nach dem Verstand und teilten das menschliche Gehirn in farbliche Bereiche ein. Und natürlich konnten wir den Verstand innerhalb des Gehirns nicht finden. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt verließ ich das Labor. Ich reiste in den Amazonas, um mit Menschen zu arbeiten, die keinen Zugang zu moderner Technik hatten. Sie hatten keinen Zugang zu leistungsstarken Mikroskopen für die Untersuchung des Gehirngewebes. Im Labor wurde mir eines Tages bewusst, dass ich das Gehirn wahrscheinlich durch das falsche Ende des Mikroskops untersucht hatte. Anstatt mich so stark auf den mikroskopischen Bereich zu fokussieren, sollte ich wahrscheinlich eher die Makrobereiche untersuchen. Ich wollte Menschen studieren, deren Glaubenssystem eine alternative Sichtweise auf Raum und Zeit zuließ. Doch das Gehirn ist elementar wichtig, da es die Körperfunktion kontrolliert. Es gibt vier separate Teilbereiche des Gehirns. Unser allererstes Gehirn teilen wir mit den Echsen. Man nennt es auch das Reptilienhirn, welches unser ältestes Gehirn ist. Es kontrolliert all unsere autonomen Körperfunktionen. Es reguliert den Blutdruck, die Körpertemperatur und alle weiteren autonomen Körperfunktionen, auch die Atmung. Und du hast bestimmt noch von niemandem gehört, der Selbstmord beging, indem er seinen Atem angehalten hat. Weil das unmöglich ist, du kannst das nicht tun. Bei Delfinen ist die Atmung nicht durch die autonome Steuerung des Gehirns bestimmt. Ihre Atmung ist nicht automatisch wie bei den Menschen. Aus diesem Grund bleibt beim Delfin während des Schlafs immer eine Gehirnhälfte zur Regulation des Atems aktiv. Für den Delfin ist es wie, das war fantastisch. Ich glaube, ich nehme noch einen Atemzug. Die Atmung wird zur bewussten Handlung. Und ich möchte damit sagen, dass wir Teil eines lebenden Experimentes sind. Wir sind Teil des großen Experimentes Natur. Der zweite Teil des Gehirns befindet sich direkt über den Reptilienhirn. Man nennt es das Säugetierhirn. Dieses Gehirn haben wir mit allen Säugetieren gemeinsam. Dieser Teil ist für unsere Emotionen zuständig. Es ist aus längst vergangenen Epochen. Es entwickelte sich zur Zeit der Neandertaler. Und in diesen Zeiten war das Leben dominiert vom Überlebenskampf. Dieses Gehirn hat vier grundlegende Aufgaben. Die Funktionen sind Angst, Ernährung, also übermäßiges Essen und nicht genug haben, Kampf, also Gewalt und Aggression, und Unzucht. Also, es ist ein emotionales Gehirn. Es ist der Bereich, in dem wir Wut erleben. Es ist der Teil, in dem du Mangel erfährst, egal wie viel oder wie wenig du besitzt. Es ist das Gehirn, das selbst nach 10 Jahren noch nicht vergeben kann. Und wir werden feststellen, dass wir ein höheres Bewusstsein haben, das bereits nach 10 Minuten ist.
Wir müssen jedoch erst einen Zugang zu diesem höheren Bewusstsein finden, das erst vor kurzem in der menschlichen Evolution aufgetaucht ist. Ich habe noch einen letzten Punkt zum limbischen System. Wir müssen zunächst unsere Emotionen heilen, bevor wir unsere Wut und Angst überwinden können. Aus der Sicht der Schamanen ist der einzige Weg, unsere Emotionen zu heilen, sie aufzuheben. Du kannst die Emotionen nicht aus dem Gehirn löschen, weil alle wesentlichen Triebe in Form von Emotionen einprogrammiert sind. Faktisch ist der einzige Weg, deine Emotionen zu heilen, sie zu transzendieren, beziehungsweise sie aufzuheben. Denk daran, dass Emotionen ein uraltes Erbe sind. Sie sind veraltete Programme unseres Säugetierhirns, das sich vor Jahrmillionen entwickelt hat. Sobald du dich von den Emotionen trennst, werden sie durch Gefühle ersetzt. Deine Gefühle sind authentisch. Der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Emotion ist, dass Gefühle nicht andauern und Emotionen dagegen anhaltend sind. Das Gehirn und das Nervensystem startet sich alle 20 Minuten neu. Alle 20 Minuten drückst du auf Neustart. Du merkst also, wenn ein Gefühl länger als 20 Minuten andauert, dass es sich um eine Emotion handelt. Gefühle fließen durch dich hindurch. Jeder von uns hat bestimmte schon mal darüber nachgedacht. In jeder Ehe oder mit Kindern gibt es bestimmte Momente der Verzweiflung, in denen du jemanden ermorden könntest. Und nach kurzer Zeit fragst du dich dann, oh Gott, wie konnte ich nur über einen geliebten Menschen so denken? Das ist ein Gefühl. Und Gefühle fließen hindurch. Eine Emotion ist, wenn du nach 2 Tagen, 2 Wochen oder 20 Jahre später immer noch jemanden töten wirst. Emotionen sind also beständig. Gefühle fließen durch dich hindurch. Liebe und Wut fließen durch dich hindurch. Und dann kehrst du in den Raum der Stille und Gelassenheit zurück. Du bist offen für den Fluss der Gefühle und bist nicht nur ein Paket unkontrollierbarer Emotionen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal, denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren.